Okay, da weißt du jetzt wenigstens schon, wo das Pentagramm liegt. Oha, Cheats. Wow. Den Dolch dürfen aber jetzt aber ja nicht mitnehmen, aber wenn du dann einmal mit Linksklick wirfst, ist er weg. Ja. Also ich nehme den Dolch mit. Genau, ja. Wirf noch mit Linksklick. Wirf einfach nur da so in Dreckhose. Ich bin ein Kameramann, bin ich sowieso aktiv. Und Videomann bin ich auch. Nee, ich bin Bruno, der Kameramann. Vivi, kannst du bitte mal den Skin ändern? Ich kack mir da schon immer fast in die Hose. Du hörst, du erkennst schon sehr am Geräusch von der Drohne. Ich höre nicht immer gleich. Ich muss das in den Ohren mal sagen. Ich schalte jetzt einfach. Ich höre nicht immer gleich. ich schalte jetzt einfach extra und stell mich hinter Eck. Ja, das tust du sowieso immer. Also, das Pentagramm ist da hinter dem, ja. Du hast ja sowieso, du hast nie eine Taschenlampe in der Hand. Gefühlt kommst du immer aus dem dunklen Eck. Wo ist denn so. Da hinten in dem Wohnzimmer. Wir müssen den verfluchten Spiegel nutzen. Und zuerst, da sind jetzt 5 Kreise, oder? Und da mit dem Außen, da müssen wir die 5 Gegenstände rein tun. Und in der Mitte müssen wir dann da durch reinhauen. Glaube jetzt mal. Witter die Gegenstände bin ich finden wir im Haus. Ich denke mal, ja. Ich weiß, was das heißt. Also es ist mal schon. Ich habe mal schon einen. Ich habe schon einen. Ein Totenschädel. Totenschädel. Film da schon will. Ich habe glaube ich auch einen. Ist eine Klopapierrolle. Ah nein, ich kann nicht. Ja super, und wie genau muss ich dir da jetzt hintreffen? Okay, ziemlich genau. Ja, da war doch. Achso, das war der. Waterhand. Irgendwann hat er schon Blähungen gehabt. Ja, bei Tupperdose. Ich weiß jetzt halt nicht, ob der verfluchte Spiegel oder so da auch dazu gehört, weißt du? Ja, kannst nicht anwerfen und den klippt's rein, wenn es. Nein, aber nicht. Du musst aber die richtige Gegenstände hinwerfen. Haben wir überhaupt geschaut, was unsere Aufgaben sind? Ja, ich hab schon geschaut, ich wollte so vorlesen, aber man hat mich ja wieder gekannt ignoriert, ich weiß eh schon, dass ich wieder sterbe wie. Jetzt bin ich nicht mehr dort, jetzt kannst du es selber lesen. Ich hab gerade Wind gehört. Jemand Feuchttemperatur. Ja, ich bin noch da. Ich such zuerst das Partikelding da. Ich lese die Aufgaben vor. Okay. Den verfluchten Spiegel nutzen. Das Elektro. Das. Tische. Feld. Des Gespenstes messen. Ich hab nochmal einen Gegenstand gefunden, die Ritualrose. Ja, ich glaube, er hat gerade im Blog hingeschrieben, weil es Aufgabe war, das zum Filmen. Ja, ich hab die. Der Bruno hat seinen Werk schon da. Gespenst irritieren, müssen wir auch noch. Ja. Ah ja, das Ouija-Brett ist random, spickt in der Gegend um und er hat einen Schädel gemalt. Das können wir schon mal einloggen. So. Okay. Da, Notizblock, Schädel. Und also 2 Gegenstände haben wir schon. Bredal ist. Chaotisches Bredal. Er ist alt. Okay. Die Rose habe ich auch noch. Die Puppe, die Voodoo-Puppe in Tür gehabt und wieder fallen lassen. Außer jemand von euch hat die gerade angeschmissen. Nur in Tür gehabt, oder? Ah, ja, er haut sie gerade in Tür und wieder am Boden. Okay. Dann ist er ruhig. Dann haben wir eh wenigstens ein bisschen mehr Zeit zum Glückkett. Pentagramm-Ding. Ah. Ruhig. Warte, ich frage mal was. Hast du eine Rentenvorsorge? Ja! aber beim falschen Anbieter. Oh nein, der Gott, Leo. Jetzt könnt ihr direkt switchen auf euren Werbepartner. Sparkasse Dornbirn. Der heutige Sponsor des Videos ist McDonald's Hard. Okay, ihr habt den Spiegel gefunden. Ich hau den jetzt einfach einmal zum Pentagramm an. Ja? Ich weiß aber nicht, ob der da dazu hat. Ist halt blöd, jetzt wissen wir nicht, ob uns was fehlt oder nicht. Was tut der McDonald's denn so zu deiner Rente beisteuern? Oder willst du das als Rentner schaffen? Du kannst dort mit 65 arbeiten. Geil. Das ist denn so am Drive-In. Ein Cheeseburger bitte. Hä? Ein Cheeseburger bitte. Wie bitte? Warte mal, ich hab mein Hörgerät vergessen. Oh. Er ist da in uns, in meiner Nähe. Er verschleppt mich. Er ist in uns. Er war gerade okay, in mir. Ich hab nochmal was gefunden, einen Ritualtraubenfänger. Wo findest du? Ich hab noch gar nichts gefunden. Er läuft gerade abwärts. Es fällt da noch eins.
Er hat gerade Voodoo-Puppe wieder aufgenommen. Ah, ja. Nein, die tut er immer, egal ob er dort ist oder nicht. Also, ich habe jetzt den Schädel, die Rose, den Spiegel, der Traumfänger, eins fehlt noch. Aber ich im Keller. Den Schädel habe ich im Keller gefunden. Aber ich weiß natürlich auch nicht, ob der dämliche Spiegel richtig ist. Ich weiß noch nicht einmal, ich hab gar nichts gefunden, Kollege. Ich auch nichts, König. Alles gut. Ja, immer Raised, ich glaube, du hast einen Wallhack. Nein. Tisch da habe ich. Da ist der Traumfänger Kollege auf dem Wohnzimmertisch. Okay. Ich hab seine privaten Tüchle da auf dem Wohnzimmertisch gefunden. Ja, Fußspuren habe ich auch noch gar nicht gesehen. Ah, Partikelzähler 500 bis 1000. Ich bin ja schon los, dass ich das einstellen kann. Ah, bitte nicht. 500 bis 1000, ja. Das hat uns nichts gebracht. Da, Ritualbratpfanne. Bist denn du? Ah, da drin. So, ich sehe da irgendwo der letzte Gegenstand. Ah, mir wird schon wieder bitter kalt. Da, Ritualspaghetti mit Fleischbällchen. Ist der wirklich kalt? Ja, ich bin da gerade reingelaufen in die Küche und da hat er gemacht. Ich habe aber das Temperaturding in der Hand. Ah ja, 0 minus, minus 1 habe ich jetzt gehabt. Ja, minus 1. Das ist ein minus 5 bis plus 5. Ja, genau. Wie der Jiangxi. Oder der untere auf Level 10. Ich hab der Kuchisake Ona, habe ich. Ja, die zwei. Nein, ich hab nur einen. Wo nur denn? Ich hab keine Spuren, hinterlässt keine Spuren. Ja, wir haben okay. Ja. Den können wir. Wie der Günther ja auch sagen wird, sind Sie sich sicher? Wollen Sie das wirklich einloggen? Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Wo? An dem Outdank. Die haben sie in den Spaghetti stehen und dann wird gegessen. Ja, aber sie sind noch warm, sie haben 25 Grad gehabt. Oh Gott! Der ist gerade vor dir gestanden. Das ist die neue, das ist das Schulmädchen da. Und weinen auch noch. Aber das haben wir eh schon. Also, komm jetzt, einen Gegenstand proben noch. Ja, gerade, was wir noch brauchen. Wir könnten ja noch irritieren, sagt man noch. Ah, schon einmal rein. Das Pentagramm-Ritual gehört jetzt zum Einfangen dazu. Ja. Also, wir können schon mal die erste Sache durchgehen. Irritieren, sagt man. Mit welchem ist es irritieren, das oder das andere? Nur kurz Spielanleitung statt sicher da drin. Die blaue Spirale eigentlich. Die wo in der Hand. Ah, die habe ich in der Hand. Dann legen wir das mal noch daher. Aber wer weiß, muss man irritieren? Ja, für Money. Money. Aufgabe, ja. Ich will schon das ganze Geld mitnehmen. Da. Ja, heiß ist heiß. Der letzte Ritualgegenstand noch. Oh, sie hat mich. Sie hat mich. Hilfe. Hatte mal ein Foto davon. Na, Hilfe. Wow, sie sind mir hinten im Garten aus. Ja. Oh, ey, das heißt, du sollst da was machen im Garten. Und ich habe meine Taschenlampe fallen lassen. Luther hat die Hose geschissen. Von Luther. Luther Hosenkleister. Also komm jetzt da, letzter Gegenstand, hey, das gibt's ja nicht. Einer fällt mir. Ach so, aber ich glaube, das müssen wir dann echt erst machen, wenn wir die andere Sache erledigt haben. Boah, das Maria, jetzt hat sie mich erschreckelt, du. Uiuiuiui. Oh, konnichiwa, Senpai. Die macht eh gerade alle Türen bei dir zu, die will die. Ei, Karambale. Hat sie mich angeschaut. Uiuiui. Mein Herzschlag, mein Bild zittert. Ich schupfe die rein. Nehm mich an! Ach, ich mach ein cooles Foto von euch zu vorne. Und dann mit der Presse die. Das ist gerade die Tür zugegangen. Ihr presst die mit Fotos von untoten Schulmädchen da. Ich hab's letzte. Boah, das war jetzt übel versteckt. Das ist in einem, so einem Zeitungsständer, Ritualmaske. Hey, warum hast du das da hergestellt? Aber ist der Spiegel jetzt trotzdem noch im Eck, oder? Ich glaube, dass der Spiegel kein Ritualgegenstand ist, okay. Weil der Spiegel gibt es immer und die eine Sache, die ich gefunden habe, die sind alle zusätzlich dazugekommen. Okay. Ich habe mir im Wohnzimmer jetzt mal auf Kommode gelegt. Was, der Spiegel? Aber gibt es den Spiegel?
Sorry, irgendwo Spiegel nicht nur denn, wenn der Spiegel als Aufgabe wäre? Ah, sie will mich. Nein, schon. Auf den Gegenständen, wo ich angeklickt habe, steht Ritualrose, Ritualmaske. Ja. Achso, ein Traumfänger. Ja, hast... Hey, du hast dir eine silberne Bombe reingekauft. Ja, sie hat mich gerade geschreckt und dann habe ich eine Bombe gegeben. Also ach, irgendwo muss ein Gegenstand sein. Komm, dann finden wir jetzt schon. Ich hab's aber... Kruzifix in der Hand. Okay, ja, dann kann ich mal eine Kerze anzünden. Ich muss die Sicherheitsfackel mitnehmen, falls sie wieder mal vor mir steht. Hoch mal die Fackel sonst nachher noch? Nein. Oh, sie läuft da gerade irgendwo mal an, glaub. Oh nicht. Vielleicht sind es Ritual Abführmittel? Aber jetzt bin ich wirklich verunsichert, weil die Maske, die war jetzt vorher richtig grusig versteckt und irgendwann so einen Zeitungsständer reingequetscht. Ich hab sie auch nur gesehen, weil zufällig gerade mit E verwenden da gestanden ist. Ja. Ist halt nicht so easy. Ich hab's letzte, kaputte Uhr. Wo hast du es schon wieder gefunden? Ja, Trace Dominant, fix Wallhacks. Easy ist jetzt schon. Achso, nein, da ist er. Und eure Augen auch so Taschenlampen? Oh, ich glaube, sie will die oder mich. Ja, sie oder will uns. Mich. Sie ist dort vor mir. Okay. Ich hab's kurz in der Hand. Weg. Gut. Ist ihr ein Veto? Hallo. Ich hab's in der Hand und er ins Gesicht geschaut. Da. Du kriegst einen Fünfer, wenn du nicht weitermachst. Vernichten das Licht. Also müssen wir trotzdem alles anmachen. Hätte ich das Zeug schon mal. Ja, das Pentagramm-Ritual ist ja. Boah, ich bin gerade durch sie durchgerannt. Auswärts. Uiuiui. Ah, da hat er mal schon einer der Pokéball dabei. Ha? Jetzt zeige ich, wissen wir, wieder der allerbeste. Vernichtendes aber Licht. Aber jetzt musst du warten, weil sie erscheint. Was? Okay. Beim Pentagramm-Ritual beschwören wir sie nämlich, glaube ich, weißt du? Wer mag das? Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Die muss ich nehme mal da durch mit. Muss die Pokécam wegwerfen. Wir uns fehlen noch was, oder? Ah nein, das heilige Salz fällt uns. Wo ist ja, und dann kurz Pentagramm-Ritual. Aber ein Pentagramm-Ritual fällt uns. Wie kann da schon... Wie ist da jetzt schon das Ding zittert? Sagst du, wie es ist? Ah, das Ding nehmen wir da wieder raus. Tun. Ja, das war eure Aufgabe. Hello, wer are you? Warum hat niemand das EMF gemossen? Das ist eine Aufgabe. Was nicht? Da irgendwo ist sie. Ich höre sie. Ich höre immer nur wie ja, das höre ich ja. Ich höre es eigentlich jetzt Mändle tauscht. Sehe ich das richtig? Ja, nein, ich bin immer noch. Okay, sie müsste jetzt aber cool, oder? Ah, da ist sie im Eck. Ja, aber ich will es da jetzt nicht reinwerfen, oder? Okay, Aufgabe erledigt. Mehr. Was hast du? Also. Du bist bei mir der mit der Maske oder mit dem Tuch. Hi. Oh! Ich hab sie getroffen. Nice. Okay, dann gehen wir jetzt zum Pentagramm, Omi. Komm. Sie hat vorhin ausgeschaut wie du, Markus, mit blauem Oberteil. Ich war mir kurz nicht sicher. Okay, es ist freigeschaltet. Schon das Zeichen, das war vorgesperrt. Okay. Pokéball in der Hand. Yes. Ich hab ihn nicht. Kann ich gleich auf sie werfen. Jetzt. Da. Ach, mach. Hä? Nichts passiert. Ja. Was passiert jetzt? Ah, doch. Ah, nein. Hä? Ah, sie darf nicht ausbrechen wahrscheinlich und du darfst nicht in die Kreise reinstehen. Aber was passiert jetzt? Was nicht? Ja, hau den Ball nochmal da. Ich glaube, sie testet einfach alle Ecken da aus, ob du alles angelegt hast. Ja. Weil es kann sein, dass ja was fehlt, oder? Was ist mit dem Kreis? Oh, nein, da darfst du nicht reinstehen. Da macht sie, glaub, Hackfleisch aus dir. Oh! Oh, hoi! Hallo! Servus! Wo ist der Pokéball-Beauftragte? Ich hab ihn in der Hand. Dahinter. Jetzt darf man nicht in sie reinstehen. Sorry, alles ruhig. Au! Oh, oh Gott, jetzt gibt's einen Attack. Sie ist aus der Kuh. Ich irgendwie. Hoffe, das erzählt das Pentagramm-Ritual. Das war's. Wow! Boah, die kommt mir anders. Ich habe ja die Dinge in den Gosch geschmissen. Die Fackel. Hallo, ich glaube, wir haben das nicht richtig gemacht.
Ich glaube auch nicht. Hätte es sehen können, dass wir in die Kreise reinstehen müssen hätten? Nein, ich glaube, es scheint auf, in welches Eck du welches Zug legen musst. Es kann, glaube ich, sein, dass du es in die falsche Richtung machst. Doch, warte mal da. Ich habe ja den Pokémon gerade reingeworfen. Ja, wir haben es noch nicht abgeschlossen, das Ritual. Ich sage, ich weiß noch nicht ganz, wie das funktioniert. Da steht, die Spieler müssen verschiedene Gegenstände an einem Ort für das Pentagramm-Ritual sammeln, bevor sie selbst gefangen werden. Müssen sie ein Ritual durchführen. Du musst einen rituellen Dolch in das Pentagramm werfen, um das Ritual zu aktivieren und den Geist zu beschwören. Haben sie Zeit, die notwendigen Gegenstände in jede Ecke einzufügen, damit sie den Geist nicht verlassen können? Die Übersetzung ist kacke. Hüten sie sich vor dem Angriffskreis des Geistes, um nicht von seinem Angriff getroffen zu werden. Also du stehst, ich schätze, wenn du das Ritual-Ding hast, da wir alle Gegenstände haben, ich hab vorher gemeint, es ist der Spiegel aufgeschienen in einem Eck und du hättest schon dort eine werfen müssen in die Rundung, weißt du? Weißt du, wie ich mein? Der Spiegel? Nein, aber das sind alles neue Gegenstände, wo da gekommen sind. Ja, aber halt, weißt du, du tust den Gegenstand dort in den Kreis an, wo er erscheint auf dem Kreis. Weißt du, wie ich mein? Nein. Du hast jetzt 5 Gegenstände gesammelt. Oder so 6. Die 5 Gegenstände haben wir in der Hand. Und wenn du das Ritual auslösest, dann erzeugt es da auch, wo du welchen anlegen musst hintereinander, damit du an der richtigen Position liegst. So habe ich es gemeint. Warte mal, ich schaue jetzt mal ganz kurz. Was haben wir denn da? Ein neuer Dolch, der $100 kostet, da sollen wir es nochmal probieren. Ja, können wir schon machen. Wir müssen da aber die Gegenstände wieder rausholen. Warum rausholen? Ja, wir müssen sie ja neu platzieren, oder? Achso, ja, du musst sie halt dann aber irgendwo anlegen. Ja, aber es sind 5 Gegenstände, also muss jeder mal auch in die Hand nehmen. Ja. Ich muss sagen, ich habe nicht einmal mehr Taschenlampe, ich habe keine Ahnung, wo die an ist. Ja gut, den kaufe ich jetzt nochmal an euch. Okay. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die steht schon am Eingang, ich krieg da immer schon Wallungen, wenn ich nur in die Nähe gehe. Ja, wir können das vernichtende Licht mit hinten nehmen, warte, ich habe noch einen Slot. Wo ist das? Es hat nur 2 Schüsse. Ja. Ich habe gerade Salz mitgenommen, das haue ich ja schon in den Pappen. Das verärgert zwar, aber ist mir so. Ja, habe ich auch jetzt, ist eh schon. Also dann. Dann aktiviere mal das Ding. Also, kann ich eins mal Stunde nehmen. Da, die Rose habe ich. Warte mal. Da liegt auch noch was. Ich hab Dolch und okay, passt. Ja. Ich hab jetzt, Rose also, und Traumfänger. Okay. Okay, und ich hab Uhr, dann hau ich sie jetzt rein. Okay. Und jetzt? Was denn? Jetzt müsst ihr irgendwo aufleuchten. Oh, Totenschädel, da ist der Totenschädel drauf. Ah, nein, da ist die Uhr. Hab ich? Passt, ja. Okay. Jetzt mit dir. Yeah. Ah, fuck. Obacht, ich hab einen Kreis. Ja. Ah, ich habe jetzt Salz noch reingehauen. Ja, dann habe ich nicht. Meins. Ja. Spät. Jetzt hat mich gerade. Sie hat mich tot. Okay. Aber ich habe auch nicht. Ich wollte eine werfen und habe eh gedruckt. Nicht gegangen. Ihr habt den Traumfänger. Was hast du jetzt gedruckt? Rechtsklick. Schädel spawnt jetzt gleich. Ich hab den Schädel aber nicht. Ich hab nur nicht die Rose. Ich hab sie aufgenommen auf dem Markt. Na, da ist die Uhr oder so. Oder du musst schnell rein, glaub. Scheiße. Oh, das ist aber schwierig, he. Ja. Ich hab die Rose. Neu rein. Ach, grad noch. Jetzt haben wir erst 2, wir haben erst 2 gelöst. Kann nicht sein. Battle. Was? Ah, ich hab den Traumfänger nochmal. Ja, und ich hab Maske. Boah, das darf mich jetzt nicht treffen. Ja, jetzt da. Was? Ja, ich hab gut getroffen. Wo ist der Pokéball aber? Ah, da hinten im Eck. Da hinten bei Markus im Eck, da. Jetzt werf auf. Jawohl. Jawohl. Da, das kriegst du schon noch. Verdammt. Zapp, da. Super, mit in der Liga. Ja, du musst ja eine Kleine verdienen.
Nice. Eieieiei. Was? 4000 Geld? Ja, hör mal. Ich hab nur 8600 gekriegt. Ah, ihr wollt Markus Gollen CFX. Scheiße.